عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Wir machen heute weiter mit dem Tafsir von Surat al-Buruj. Beim letzten Mal waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, dass der Mönch und der Minister, nachdem sie ihren Iman gezeigt haben, nachdem sie ihren Glauben zu Allah und ihren Kufr gegenüber dem König gezeigt haben, dass sie durchsägt wurden und dass nur noch der Junge übrig war von diesen drei. Dem Jungen wurde dann ebenfalls gesagt, er soll seine Religion verlassen oder abtrünnig werden. Dies hat er aber nicht getan. Dann befahl der König seinen Soldaten, den Jungen auf einen hohen Berg zu nehmen und ihm dann nochmal die Möglichkeit zu geben, ob er von seiner Religion abtrünnig werden will oder nicht. Wenn ja, dann wird er freigelassen, wenn nicht, dann wird er vom Berg geschmissen. Als sie dann oben auf dem Berg waren, machte der Junge die Dua, wie die heißt, so ungefähr übersetzt: O Allah, mach mit ihnen, was du möchtest, oder halt sie von mir fern, wie du möchtest. Und dann gab es ein Erdbeben auf dem Berg und alle fielen runter und starben, außer der Junge. Dann kam er zurück zum König und sagte, oder der König fragte ihn: Wo sind deine Gefährten, also die Soldaten? Dann sagte der Junge: Allah hat mich vor ihnen bewahrt, wie er wollte. Dann hat er andere Soldaten befohlen, diesen Jungen auf ein Schiff oder auf ein Boot in das Meer zu nehmen und ihm dann wieder die Möglichkeit zu geben, entweder seine Religion zu verlassen oder ertränkt zu werden. Als sie in der Mitte vom Meer waren, hat er wieder diese Dua gesprochen und alle sind ertrunken, außer der Junge. Dann kam der Junge zurück zum König und der König hat ihn wieder gefragt: Wo sind deine Gefährten? Er sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat mich vor ihnen beschützt, wie er wollte. Dann hat er ihm weiter gesagt: König, du wirst es nicht schaffen, mich zu töten, außer du machst das, was ich dir befehle. Dann sagte der König: Und was ist es, was du mir befiehlst? Dann sagte ihm der Junge, dass du alle Untertanen versammelst an einem gewissen Tag, zu einem gewissen Zeitpunkt, und mich auf dem Stamm der Palme, also auf der Palme, kreuzigst und dann eine Steinschleuder nimmst und sagst: Bismillah Rabbil Ghulam, also im Namen Allahs, dem Herrn des Jungen, und dann auf mich wirfst oder schießt, so werde ich sterben. Und das ist die einzige Möglichkeit. Dann hat der König das gemacht und alle an einem Platz zu einer gewissen Zeit versammelt und den Jungen dann gekreuzigt. Dann nahm er diese Steinschleuder und sagte: Bismillahi Rabbil Ghulam, und schoss auf den Jungen. Der Junge wurde getroffen, verletzt und starb daran. Aber was ist dann passiert? Alle Leute haben den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Warum? Weil sie gesehen haben, der König konnte ihn nicht töten, bis er gesagt hat: Im Namen Allahs, dem Herrn des Jungen. Dann wurde zum König gesagt: Siehst du, vor was du Angst hattest? Alle Leute haben sozusagen den Glauben an Allah angenommen. Das war, wovor du Angst hattest. Dann, was machte der König? Er befahl seinen noch verbliebenen Soldaten, dass sie Löcher buddeln und in diese Löcher Feuer machen und dann die Gläubigen vor die Wahl stellen. Entweder sie verlassen ihre Religion oder sie werden ins Feuer geschmissen. So ist dies dann passiert, so bis eine Frau kam mit ihren Kindern und alle ihre Kinder wurden vor ihren Augen in das Feuer geschmissen.
Und dann, als sie selber dran war mit ihrem letzten Kind, mit ihrem Säugling, hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Säugling sprechen lassen, um der Mutter Kraft zu geben. Sodass dieser Säugling sagte, Mutter, bleib standhaft, denn du bist auf Haq. Und das war die Geschichte und das war der Grund, warum diese Ashabul Uchdud, also die Leute des Grabens, warum sie diese La'na, diese Verfluchung bekommen haben. Danach sagt Allah weiter, und sie grollen ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Und so haben wir es auch in der Geschichte gesehen, dass dieser Minister, der ein Freund des Königs war, dass der König ihn nur getötet hat und gefoltert hat, weil er an Allah geglaubt hat. Ohne einen anderen Grund. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Azan hat uns unterbrochen kurz. Also wie wir gesehen haben in der Geschichte, dass sie diese Leute aus ihrem gleichen Volk, ihre Freunde, ihre Verwandten und so weiter nur gehasst haben, weil sie an Allah geglaubt haben, so wie wir es auch heutzutage in vielen Orten auf dieser Welt sehen. Und dann sehen wir in der nächsten Ayah erstmal ein Wa'id, eine Drohung an diejenigen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Hier sehen wir erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Tür der Taube, der Reue offen lässt, auch für diese Leute, die die ganzen Gläubigen getötet haben. Und wenn sie dies nicht tun, dann wird ihr Ende das Höllenfeuer sein, wie bei allen anderen Kuffar. Danach zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie es denjenigen geht, die glauben und gute Werke tun. Nachdem er uns gezeigt hat, diejenigen, die ungläubig sind und schlechte Werke tun, jetzt zeigt er uns gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durcheilt von Bechern. Das ist der große Erfolg. Das ist der wahre Erfolg, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und derjenige, der sozusagen zuhziha anin nar, also sozusagen der gerade noch so an der Hölle vorbeikommt, derjenige hat den großen Erfolg erreicht. Also der wahre Erfolg ist nicht die gute Position in der Arbeit oder der gute Abschluss, sondern der wahre Erfolg und unser wahres Ziel ist, dass wir in dieses Paradies eingehen. Das ist der große Erfolg. Dann das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Also hier als Zupacken übersetzt oder auch der Angriff oder was auch immer deines Herrn ist hart. Das soll man wissen, dass der Schlag von Allah subhanahu wa ta'ala sehr hart ist gegen die Feinde, gegen diejenigen, die ihn und seine Aulia bekämpfen. Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren, so wie wir wissen, er hat uns alle erschaffen und zu ihm gehören, kommen wir alle wieder zurück, kehren wir alle wieder zurück. Und er ist der Allvergebende, der Liebevolle, der Allvergebende, der jedem vergibt, der sich ihm reumütig zuwendet und der diese Personen liebt, die sich ihm reumütig zuwenden. Der Herr des Throns, der Ruhmvolle. Der Herr des Throns, so wie wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist, so wie er sagt, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, und so wie Imam al-Dhahabi sagte, es gibt über 1000 Beweise, die aus Koran, Sunna und Aql, also Verstand sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel, über seinem Thron ist. Dann sagt er, tut alles, was er will. Er tut alles,
was er will. Und hier sagen wir, er tut alles, was er will, und er hat in jeder Sache, die er tut, eine Hikma, eine Weisheit. Und er muss von niemandem sich rechtfertigen, warum er dieses oder jeniges getan hat. Ist zu dir die Geschichte der Heerscharen gekommen, Pharaons und Thamud? Also Pharaon und Thamud, ob dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Geschichte von ihnen gekommen ist und was Allah subhanahu wa ta'ala mit Pharaon und Thamud getan hat, wo sie sich gegen Allah subhanahu wa ta'ala gestellt haben und wie ihr schlimmes Ende war. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Sie sind sehr stur in dieser Sache, dass sie einfach die Beweise und die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala nicht annehmen wollen. Doch Allah ist hinter ihnen, sie umfassend oder über ihnen. Er sieht alles, was sie tun, und er hat zu allem die Kraft und er kann mit ihnen machen, was er möchte. Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Der Koran ist ein großer Segen und eine große Ehre für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das einzige Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala von sich aus schützt und beschützt und behütet, im Gegensatz zu Tora und Injil und so weiter, die von den Griffeln der Schreiber verändert wurden. Nur der Koran ist bis zum jüngsten Tag in einem Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollten wir dieses ehrenvolle Buch nicht auf der Seite liegen lassen, sondern uns damit beschäftigen, es lesen, es lernen, es auswendig lernen, den Tafsir lesen und so weiter. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum.